hat man schon Auto. Ich nehme an, der bringt das Lösegeld. Fährt eine Runde. Er zeigt ihm an, er soll aussteigen, zu ihm hinkommen, will das Lösegeld haben. Der junge Mann sagt, warte ein bisschen, ich hab's eh mit, ich muss nur hinten aus dem Auto den Koffer holen. Aha, komm schon mit dem Koffer. Schmeißt ihm den Koffer halt hin. Schießt zurück, aber eine Attacke durch einen Diensthund. Sie haben gesehen, mit welcher Wucht. Hundeführerin mit Diensthund hat sich im Auto versteckt, angeschlichen. Der Hund muss komplett ruhig sein und dann von der Seite die Attacke setzen. Das ist die Kollegin Eva Lachmann mit dem Treu, ein belgischer Schäferrüde, 8 Jahre alt, tadellose Attacke. Kommando aus, Ruhe, Täter wird abgeführt, Hund wieder zwischen Hundeführer und Täter. Eva, danke, tadellose Arbeit mit dem Treu und dem Kollegen Ringel. Drinnen. Hier sehen Sie die Mama mit dem Kinderwagen. Geht durch den Park spazieren. Auf einmal tatsächlich kommt einer. Der Hund muss selbstständig eine Attacke setzen. Natürlich wiederholen. Die Mami rennt noch. Der macht es nimmer. Ich darf vorstellen, eine Schönheitskönigin von Österreich, der Kollege Robert Lessig, mit seinem holländischen Herdershund, mit dem Unkas. Der Unkas ist 2,5 Jahre alt. Schutzdiensthelfer Thomas Knabel. Liebe Mami, kann ich einmal einen Tee haben? Wie gesagt, ein bisschen eine Show gehört auch dazu. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für den Van Helsing, für die Diensthunde ist das immer. Geschossen wird, darf das dem Hund nichts machen. Es wird jetzt des Öfteren geschossen, bitte. Aufpassen, es passiert nichts, es sind nur Platzpatronen. Wir möchten Ihnen eine Übung zeigen, dass Sie sowas noch fast noch nie gesehen haben. Thank you.
eine Attacke durch den Troy und noch eine zweite Attacke durch die Boa. Sie sehen, so eine Übung kann man auch mit zwei Hunden machen, weil die Hunde sind ja nicht bösartig. Die sind einfach nur täterorientiert, schutzdienstorientiert, der Schuss ist selber vorne. Das glauben Sie mir, in Christian ist schon warm. Gell, Christian? Aber wir sagen immer, wir drei gehen auf einen Kaffee und lassen uns noch 10 Minuten da. Tschüss, Christian. Weil die Hunde lassen wir nicht aus. Du, Alex, er bist schon warm. Er ist immer unser Ärmster. So, nehmt bitte die Hunde. Kollegin Lachmann mit dem Troy, Kollege Stange mit der Boa, unser Schutzdiensthelfer, Kollege Riegel Christian, tadellose Arbeit, hat mir sehr gefallen. Christian! So, wir sind jetzt am Ende unserer kleinen Präsentation angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich darf Ihnen noch einmal meine Kollegen und Kolleginnen kurz vorstellen, die, ich sage immer so, der Moderator tut sich leicht, wenn das Team gut ist. In dem Fall ist es so, ich bin mächtig stolz auf mein Team. So, darf ich vorstellen, der Kollege Riegel Christian, unser Schutzdiensthelfer. Kollege Alexander Stangl mit der Boa. Ich sage immer, unser Hero, der Günther Roskopf mit der Bea. Die Kollegin Eva Lachmann mit dem Troy. Die Kollegin Daniela Floh mit der Ronja. Kollege Hofmann Christian mit dem Rasti. Unsere Schönheitskönigin Robert Lessig mit dem Van Helsing. Unser Schussdiensthelfer Thomas Knabel. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, einfach Ruhe bewahren. Ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag hier am Donauinselfest. Ihr Franz Knabel, einen schönen Tag. Ein großes Dankeschön, Franz. Danke, wie schon an dein Team für diese tolle Vorführung.